Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deep Josh mit einem brandneuen Part von Pokémon Worldwide. Im letzten Part haben wir hier noch ein bisschen rumgetrödelt und ein paar Trainer besiegt und herausgefunden, dass wir noch nicht stark genug sind. Nein, ich will nicht tauschen. Und darum machen wir uns erstmal auf den Weg zur komischen Turm, der hier, glaube ich, hinten sein musste. Darüber hinaus müssen wir einfach kurz auf diesen Steg laufen. Ach, wie schön das hier aussieht. Ah, ganz schön. Gut. Oh, okay. Willst du mit mir kämpfen? Natürlich. So. Wahrscheinlich wieder ein Dreierkampf. Na, war so klar. Gibt's anscheinend nur Dreierkämpfe. Oh, cool. Armin, Gero und... Gott. Achso, das ist ein allgemein... Gehen wir erstmal auf das Pokémon. Ja, du wirst definitiv gewechselt. Auf. Na, Blade, komm mal raus. So. Und du setzt einfach mal Donner auf dieses Ding. Das sieht mir irgendwie am gefälligsten aus von allen drei. Gut. So, Blade, komm erstmal raus. Und Rangklaue auf dieses komische, niedliche Ding. Was natürlich sofort besiegt wird. Ach, armes Rufflet, tut mir leid. Muss dabei jetzt sein. So, dann hab ich's auf das Ding. Hoffe ich zumindest. So, ja. Sehr effektiv. Gut. So. Dafür, ja, okay. Was willst du damit erreichen? Gut. Wahrscheinlich die Genauigkeit. So. Mach irgendwo Stärke, passt schon. So. Probier mal, ob jetzt mal Hurricane klappt. So, und du setzt einfach da Blitz an. Ja, okay. Natürlich. Da, tschüss. Der Tag trifft irgendwie nie. Das ist doof. Brauche ich irgendein Item für Blade, das jede Attacke trifft? Hm, das ist ein bisschen komisch. Ah, egal. So, dann schauen wir mal, ob wir die Kindergärtnerin hier besiegen, die irgendwie mit irgendwelchen wildgelaufenen Kindern hier rumläuft. Okay, hallo Kindergärtner. Warum hast du eigentlich so viel Müll in deiner Hand? Okay. Ah, cool. Perfekt. Ein Elektro-Pokémon für unsere Armen. So, Erdbeben. Fingertag. Ach so, jetzt will noch versuchen, noch ein bisschen Schaden zu machen, bevor es drauf geht. Okay. Du meinst. Da, schieß. So, das kriegen wir Togekiss. Da brauche ich definitiv mal einen Elektro-Pokémon für. So, du bist dran. Da geht's. Ab geht's. Oh Mann, das Ding sieht. Das sieht irgendwie so ganz komisch aus. Darum besiegen wir es lieber schnell, bevor es irgendwie noch Schaden macht. Gut. Tschüss. Oh, Level 46 für unseren Norman, das ist gut. Gut. So, wie sieht es denn mit unserem Pokémon mittlerweile aus? Level 48. Ah ja, ich brauche 48 definitiv noch für unseren Drachenpokémon. Ah ja. Lehrer, hier ist ein Trainer. Oh Gott, ne? Hm. Was will er eigentlich von mir? Okay, du meinst mit einem Visor anzukommen. Soll ich einfach noch mal einen V holen oder was? Und du hast ja schon eine Sor. Sensor. Gut. So, ein Hut. Ja. Hut. Geh drauf, Hut. Gut. Tschüss. So, Hut besiegt. Dann haben wir auch hier alles auch schon mal gelegt. Sehr. Und das hat wieder keine Bedenken. Welche wird run? Nutsch Trap. Nein, jetzt sollte aufhören damit. Ach nee, nicht dein Ernst. Ich hasse diese Dinger hier. Die ganzen Fungus-Dinger. Davon gibt es einfach viel zu viele. Bin ich zumindest der Meinung. So, weiter geht's. So, auf jeden Fall wollte ich erstmal auf diese Route noch gucken. Hab ich hier noch. Ach, da haben wir ein Item. Gut. Vielleicht kann die ja uns noch ein bisschen heilen. Müsste bestimmt irgendwas sein. Hallo.
Tondoros, okay. Das ist dieses komische legendäre Pokémon, okay. Hey, Trainerin. Oh, der Pokémon sieht ein bisschen schwach aus. Hier, heil dich mal ein bisschen. Danke. Das spare ich sehr viele Heiltränke. So, bis dann und ciao. So. Das ist eine gute Situation, um hier jetzt noch schnell hier durchzugehen. Da haben wir nämlich wieder so ein kleines Kind, was sich da im Gras versteckt. Ach, ein Tankwheel, okay. Oder ich weiß gar nicht, was ich da laber. Ich habe eigentlich nur Müll. Ist aber, das hat ja eigentlich gemüllt. Das sind ja Müll, habe. Okay, tschüss. Er ist effektiv und schließt. Ja. So, ein Elixier, perfekt. Dann machen wir uns direkt auf den Weg. Oh. Hallo, Trainer. Wow, I'm a Pokémon. Ist klar. Ist klar, dass du ein Pokémon bist. Ach ja. Das Ding. Wohin genau? Das hat definitiv Wegsperre. So. Ich mal. Ah ne, das war ja ein ISO. Nee. Das war kein Vogina, also das war aber die Vorentwickel von Wingoin genommen. So. Die Barrel, ja. Oh mein Gott, diese Weiterentwicklung von dem Ding. Okay, Drachenklaue. Zack, zack, zerreißt das Ding. Oh, es hat überlebt. Na klasse. Das macht Amnesie, um seine Spezialverteidigung zu steigern. Und es hat... Okay, es versenkt seine Verteidigung. Okay, tschüss. Stärke. Bam. Man sieht sich. Gut. Haben wir das Ding auch schon mal besiegt, so. Ja, und sie sagte, sie sei kein richtiges Pokémon, ist klar. Das ist mir schon aufgefallen. So, was haben wir? Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee, gut. Auf der Seite auch nichts. Also, Abmarsch in den Turm. In diesen komischen Geisterturm. Oh, hallo, wen haben wir denn da? Ah, wo ist Skylar? Du hast noch nicht mehr... Hey, okay. Lucky Egg? Was ist mit Lucky Egg? Danke. Genau, was ich gerade brauche. Lucky Egg, wo ist Lucky Egg? Lucky, 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 Lucky. Hm, wo haben wir das jetzt eigentlich hier? Ah, da. Gut. Fokusband brauche ich hier sowieso jetzt gerade nicht. In diesem Fight. So. Gut, dann passt es. Auf geht's, Auerbahn! Und schauen, was wir uns hier noch oben erwartet. Auf jeden Fall sehr viele Geist-Pokémon, schätze ich mal. Und irgendwelche Psycho-Heinis, die mal mit Geist-Pokémon um sich zu werfen. Okay. Und jede Menge Items wahrscheinlich, die da irgendwo rumliegen. Hallo, Litwig. Na, wie geht's ab, Alter? Dauert. Erbeben. Tschüss. Das ist ja die Vorentwicklung von Chandulé, okay. So. Ein Psycho-Pokémon. Und ich will das Pokémon beibehalten, was ich habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Physian eigentlich eine sehr geringe Verteidigung hat. Und eigentlich sehr anfällig ist. Gegen irgendwelche physischen Attacken. Gut. Oh, es gibt so viel EP für das Ding. Grumpig, was war das denn? Ach ja, es war wahrscheinlich so ein Psycho-Pokémon. Ja. Kommen nicht mit Geist-Pokémon, die kommen jetzt mit Psycho-Pokémon an. Diese Psychos hier. Ah, okay, Stärke müsste eigentlich auch ausreichen, damit ich Drachenklaue nicht so oft verwenden muss. So, tschüss. Gott. Meine Energie ist voll weg. Oh mein Gott. Tut mir leid. Das ist eine. Ja, lass mich aber bitte durch. Ah, ich war das so zum Item. Hallo, Klingbing. Was geht ab, Klingbing? Nee, mit dir will ich jetzt nicht kämpfen. Definitiv nicht. Ja. Lightlore. Damit entwickelt sich ein bestimmtes Pokémon weiter. Oh, aber zum Item will ich auch noch. Aber davor muss ich noch gegen die Kleine kämpfen hier. Okay, was hast du denn zu gebieten, Kleine? Oh, dann zeig mal. Ach so, schon wieder solche Pokémon. Wow. Ist überraschend, dass hier alle mit Psycho-Pokémon ankommen. War die Kleinen. Da. Level 48. Cool. Genau das Level, was ich erreichen wollte. Was war Nalight? Das war ja wahrscheinlich das Eis-Pokémon. Oh, wow, 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 wow.
Nicht zu vorschnell. So. So, Dash, du kommst mal raus. Eisstrahl. Wow. Nicht sehr effektiv. Darum habe ich mich gleich wahrscheinlich wieder fast komplett wieder hoch. Gott. So. Aurasphäre. Overkill. Ink. Schieß. Man sieht dich. Gut. So, ein bisschen Namo heilen. Und wieder voll. Yay. Roselia. Da wechsle ich mal wieder das Pac-Man. Okay. Nero kommt noch raus. Brauchst auch ein bisschen Training. Definitiv. Und Resolia, was willst du gegen meinen Exzessor ankommen? So, Kreisschere. Zack. Ach, hast du überlegt? Toxic Spikes. Was willst du jetzt mit deinem letzten Pokémon auch noch ausrichten damit? Okay, nochmal. Exzessor. Tschüss. Bis dann. Und ciao. So, gut. Damit ist alles besiegt. So, Armin entwickelt sich. Yay! Den. Okay, ich höre damit auf. So, somit haben wir auch gleich einen Knackrack. Und kommen eigentlich ziemlich weit mit unserem Pokémon weiter. Hey! Engagement! Also Knackrack. So. Oh, ja. Natürlich kannst du die Attacke lernen. Ah, die ist auch ziemlich stark eigentlich. Sandsturm benutze ich sowieso nie. Okay. Also von daher kann ich die Attacke auch verlieren. So, gut. Ach komm! Ich wollte doch zum Alter. Oh cool, hallo Apollo, wie geht's denn? Nein, du siehst jetzt nicht meinen Pokémon weiter. So. Oh, Tim, Willowswift, was? Da muss ich mal kurz nachgucken. Was für eine Attacke da eigentlich? Gussband haben wir definitiv nicht. So. Nein, war es nicht. Warte, nach unten. Eine Feuerattacke. Ach so, es verbrennt einfach nur, okay. Hat aber auch eine sehr geringe Trefferchance. Na egal, kämpfen wir mal gegen den nächsten Trainer hier. Na, was ist denn hier Schönes für Pokémons? Irgendwas Gescheites? Ich muss ja auch irgendwie alle meine Pokémon irgendwie auf Level 50 kriegen. Und das ist doof. Hm. Ach ja. Wieder ein Kaputzi. Wollen wir dich verputzen? Ah, nee. Ganschus ist eine dumme Attacke gewesen. Wo ist es? Metronom. Hab ich. Ach, Siedewasser. Danke, wenn du meinst. So, nochmal Crunch. Was? Du hast Übertrank? Ernsthaft? Und du hast noch mit weniger HP als vorher überlebt? Ernsthaft? Das hat keinen Sinn gegen das Ding. So. Polyfrat, da wächst sich der Pokémon wieder. So, der Stimme ist dran. Mit Aurasphäre bist du jetzt ein bisschen was aus. Ach, ein Quappo, hallo Quappo. Wo geht's? Alles Haus. So, Aurasphäre und Bam. Ice Punch. Was willst du mit Ice Punch? Ich bin. Ich hab doch gerade nicht mal ein Knackrad draußen. Was willst du denn mit Ice Punch? Das ist so. Na. Ah, weiß auch nicht. Mit Wasserattacken wollte ich ja nicht ankommen, aber mit Eisattacken ist klar. Das geht's nur, oder? Da. So, wieder ein bisschen hoch rein. Wir sind wieder voll. Gut. So, Clefable. Ja, das ist ja schon wieder so ein Pixie. Ach, wann? Pixie. Okay, wie wär's mit der Aurasphäre? Oh, boom. Ach, tschüss. Ja, ist effektiv. Gut. Gut. So. Dann haben wir das auch erledigt. Also geht's weiter nach oben. Yay! Weiter nach oben. Was will mir denn dort? Bestimmt irgendwas Gescheites, oder? Oder was Gestörtes? Auf jeden Fall gestörte Trainer. Hm, hm. Die uns nicht vorbeilassen, okay. Oh, wie süß. Okay. Es ist ein Eis-Pokémon, also. Was macht man gegen Eis-Pokémon? Es setzt man Stärke ein. So. Und tschüss. So, weg mit dem Müll. So. Was kriegen wir als nächstes? Vanillisch. Da bleib ich. Das ist wieder so ein Eis-Pokémon. Hm. Stärke. Nächstes bitte. Tschüss.
Ja, okay. Vielleicht war ich Level 49. Ach, die Attack verlässt auf. Der Film ist auf Brave Bird. Das wird schon nicht klappen. So. War ich vielleicht Level 49? Gut. Beartig. Jetzt wird es mir zu kalt hier. Ach, Gero kriegt auch fast keine EP mehr. Also kann ich ja die nächsten zwei Reden eigentlich nicht so wirklich benutzen, aber... Ah ja, okay. Flammenwurf. Attacke! Tschüss. Gut. Du hast besiegt, Beartig. Gut. Georgia, haben wir auch besiegt. Gut. Und auf geht's. So, zum Item. Konvertant-Ohre, okay. Das ist irgendein Erz. Ach, wir kämpfen sowieso gegen die. Hallo. Ich will gegen dich kämpfen. Können wir das so einrichten? Okay. Danke. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, gegen uns zu kämpfen. So. Oh, ein Pokémon. Ach, das Ding. Hm. Was ist mit Crunch? Zack. Und der Tag ist... Au, Mann. Auf mit dem Müll. Das kann ja nicht angehen. So. Haben wir so einen komischen Attackenrahmen zu kommen? Okay. Ach, 40 so. Passt schon irgendwie. Oh, hallo Trainerin. Ah, Trainer oder whatever. So, okay. Wir müssen eigentlich theoretisch auch fast schon oben sein. Theoretisch, aber. Ach, Bronze, hallo. Hat das nicht irgendwie Levita... Ich bin mir nicht so sicher, ob das Levita... Ah, er hat es doch. Iron Defense. Na, klasse. Okay, mit meinen Armen komme ich hier nicht weiter. Wie komm du mal raus. Du schmelzt doch irgendwelche Stahl-Pokémon gerne ein. Future Sign, okay. Jetzt kommt eine Attacke wahrscheinlich gleich aus der Zukunft, okay. Aber was willst du eigentlich mit einer Psycho-Attacke gegen einen... Und nicht Pokémon ausrichten. Ne, ich bleib bei dem Pokémon. Banette. Dark Pulse. Ich mag die Attacke. Din, din, din. Boom. Tschüss. Ich dachte, das bringt mich das selbst um. Okay, Disclops. Ah, Pressure. Also. Ja. Dann eben Flammenwurf, Mann, übertreib's mal hier. Das ist ja. Auch noch entscheiden, welche Attacke ich benutzen muss, ne? Komisches Vieh. Hm. Ach, ein Traumfugil. Achso, die Attacke ist gesperrt für immer. Okay. Dem Flammenwurf, deine Mind. Tschüss. Traumfugil besiegt. Bronzong, okay. Ah, übertreibt's ja hier mal mit dem Pokémon hier. So, Flammenwurf. Ach, tschüss. Besiegt. Gut. So, den Psycho-Hain haben wir besiegt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dann und ciao.